ein Willkommen an alle neuen Zuschauer. Ihr seht, wer vögelt den Bazillionär? Moderiert von mir, Killerwold. Ich bin auch der Hauptgewinn. Nick. Nick, cool. Ja, ja. Okay. Ich bin der Fistmeister. Ja. In meine Liste, ich finger nicht, ich pisse. Ja, habe ganz viel gern. Und jetzt bietet er das nicht mehr an, der Hurensohn. Der nette Roboter. Stimmt, ja. Also keine Sorge, Stream oder so habe ich nicht an. Ich auch nicht. Ich habe nicht aufgenommen laufen. Also, Moritz, du kannst. Zurück, Kammerjäger. Jawoll, verfickte Scheiße nochmal! Geil! Was? 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 Ja, ich darf fluchen. Melde dich bei Reese und sag ihm, dass die Sache erledigt ist. Ich wollte mir gerade auch noch. Alles klar, FSK 18 Folge hier. Hey, ich hab nix gesagt, was Schlimmes. Ja, gut. Ja. Da bist du ja endlich! Wir warten schon ewig hier. Oh, danke für die coolen Kräfte, Lilith. Das Firehawk-Ding ist der Hammer. Oh, viel Spaß. Tschüss. Los, Gaul. Die Entdeckung! Ich halte sie auf! Scheiße! Ja. Was? Melone! Achso, ja, geht schon los. Als Maul. Gut geflogen, Gary. Ja, ich ja. Nee, ja, gut rückwärts eingepackt. Ja. Ja, hallo. Okay. Die Verbindung zum Atlas-Hauptquartier steht. Wenn du soweit bist, Kammerjäger? Moment. Was ist das da in deinem Gesicht? Was? Das? Das ist mein Belagerungsschnäuzer. Den Soldaten gefällt er. Kammerjäger? Crimson? Heilige Scheiße, ja! Wie stark sind eure Truppen? 20.000 Einheiten? 50.000? Drei? Kommt ganz drauf an. Zählt jeder Muskel einzeln. Bevor du gehst, habe ich noch was für dich. Juhu! Nein! Ich lade jetzt dein Kind schon rein. Ja, Mann, hab ich auch! Nein, nein, nein. Alter, mit dem Frauen nicht so sehr. Boah. Interessant. Hallo? Ja, ja, können wir. Ich wollte immer schon abheben. Alter, du wirst immer schneller, wenn du einen Boost hast. Oh mein Gott, wie geil! Hey, Zuckerschnute, hier ist Maxi. Du bist ein bisschen Party, also so ein Park geht das schon. Ja, schön, dass du wieder vorläufst. Willkommen. Ich bitte euch, ich hab gesagt, da ist ein Weg und dann laufe ich irgendwo. Ich bitte euch. Was ist da vorlaufen? Arschgaul? Was? Wo? Arschgaul? Hier! Yeah. Fang Arschgaul! What? Was? Ist das eine Granatenmod oder was? Ja! Was? Wie cool ist das denn, Alter? Arschgaul! Guck mal, wer da ist, Gravi! Guck mal, wer da ist! Nee, ich hab ein bisschen einfach. Was will er denn hier? Oh mein Gott, ich bin aufgeregt! Oh mein Gott! Gary, kommst du? Ich wartet. Ja, wir warten ja noch. Wir warten ja auch. Ja. Also noch mehr hier an der Treppe stehen kann ich nicht. Es tut mir leid. Gary. Ja, Moment. Wir wollen zu Zero. Ich will, ne? Und so. Da. Ja, und jetzt? Up to Zero! Ja! Moritz, wo bist du? Ist er wieder davor vorgerannt, ne? Ja, und steht davor und macht richtig. Ja. Ja. Er zeigt uns nur den Weg. Natürlich. Ein paar aktorianische Superschwarze. Ja, was mache ich denn gerade? Tut mir leid, der Energiekern ist gerade durchgebrannt und. Nichts. Ohne ja, Energie richtig. Wollt ihr nicht auch mal kommen, oder? Was denn? Ach, da hinten! Ihr wart doch direkt beim Questie, beide schon! Ja, hier waren auch Gegner, deswegen. Oh. Ich war ein bisschen verwirrt. Haben wir nicht gesehen? Keine Angst, ich warte auf euch. Ja. Wir haben Geld bekommen. Und ein, Raketenwerfer. Ich mach die Zuschrift dazu. Damn! 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 Was? Der Raketenwerfer. Was ist? Hä? Schau dir den mal an. Hä? Hey, wo seid ihr? Durch die Quest hast du gerade einen scheiß Raketenwerfer bekommen! Brüll mich nicht an, Mann! Siehst du das? Was? Ah.
Wie geil ist das denn, Mann? LOL! Das ist die Waffe! Ja! LOL! Blut! Ich will Blut! Mehr! Ganz viele Spinnen! Eine Armee! Danke! Ein Assassin-Zeichen und ein Radio. Willst du auch um den Hauptgewinn kämpfen? Aber sowas von. Ich habe einen Champion dabei, der in meinem Namen kämpft. Außerdem will ich es in die Länge ziehen. Meine Warte, wir nehmen es an den Battle Royale teil. Verbindung herstellen. Battle Royale! Wer zuerst 4 Marken hat, gewinnt eine wilde Fahrt im Killer Vault Express. Damit meine ich 6! 2 Runden, wenn der Saft nicht ausgeht. Was? In Ordnung, Waldköpfe! Lasset die Spiele beginnen! Sieht aus, als würde Moxies Crew gegen Sandy ohne C von Pandora antreten. Ihr fehlt 3 Sandy ohne C. Immer noch wie eine Psychopathe. Sie ist steuern, Mann. Scheint, als mein Spitzname ist jetzt auch Moritz ohne C. Interessiert, ob man da rein kann, aber ich glaube, dann stirbt man. Ja. Hast mich gerade versucht zu sterben. So sein. Ich glaube schon. Mach mal. Hey, lass mal lieber. Bühnewissenschaft. Was? Nö, also. Man stirbt nicht, aber man kriegt Schaden. Aua. Aua. Wieso hast du an dem Schaden so spät gesagt? Mann, du bist auch. Hä? Was? Du bist eine Glühbirne in meinem Scheißhaus. Ich liebe dieses Spiel. Wenn ich hier raus bin, scheiße ich dir deinen KI-Chip zu! Androhungen von Fäkalverbrechen sind ein Klasse 7 Vergehen. Fluchen ist ein Klasse 1 Vergehen. Wo zur Hölle bin ich? Oh Gott, verdammt! Ja, genau! Lass mich hier raus! Wir sind jetzt hier zusammen drin! Ah, was haben wir denn hier? Illegale Feuerwaffe. Wenn nicht wissen, was da gerade abgeht. Ich bezahle einen Scheißdreck. Oh, das war doch nicht gemeint. Rufe Unterstützung. Code 2589. Mann auf Scheißhaus. Wir haben hier ein paar Erpressungsziele. Ah, okay. Wow. Dump and Pump. Und los geht's! Hol dir den Chip! Gut, und jetzt installieren! Alter, wie diese Furzgeräusche. Oh Mann, diese Sauerei! Das kann ich nicht alleine sauber machen! Ich stecke sowas von in der Scheiße! Hey Boss, lass mich raus! Dann kannst du diesen Scheißhaufen mit deinen Kumpels sauber machen! Vielen Dank für Ihr Vertrauen, Bürger! Doch damit kann ich nicht dienen. Ihre Exkremente entsprechen Biogefahrstufe 27. Ich kann keine Kontaminierung riskieren. Geil, Mann. Lass mich raus! Ja. Alle Faker-Kapseln sind mit selbstständiger Steuerung ausgestattet. Ich hoffe, ich habe genug Methan, um zur Zentralabfallentsorgung zu kommen. Was ist los? Start in 3, was? 2, 1. Oh, oh. Ja! Boah, Durchfall, Mann. Ich würde sagen, ach nein. Dem Gestank nach. Moritz, wir haben es verpasst, Moritz. Stimmt, nein. Wir haben es verpasst, ey. Wir hätten da drauf können. Was hast du hier drin zu suchen? Der kleine Roboter faselte was von deinem verlorenen Zeug. Echt jetzt? Ich habe diese Anfrage vor 7 Jahren gestellt. Damals hatte ich noch ein respektables Geschäft, nicht diesen Müllhaufen, den du jetzt siehst. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich will diesen armen Kriegsopfern helfen, aber hey, uns gehen die Medikamente aus. Wir brauchen Hexapriazin, Skatöl, Melody Nerven und Pepper. Oh, Gesundheit. Finde das Zeug für mich, ja?
Uno, dos, tres. Sieht aus, als bräuchten wir immer noch Hämoglobin. Hämoglobin beim Arzttermin ist übrigens der Titelsong auf meinem Mixtape. Du wolltest doch eins haben, oder? Ich bring mich um, Alter. Nein, tschüss. Okay, scheiß drauf. Ich spende selbst was. Schnapp dir das Hämopack und hilf mir mal. Ja komm, setz dich hin und dann gebe ich dir mal was. Okay, ey. Und jetzt ganz vorsichtig. Worauf möchtest du? Benutz das Hämopack und schließ mich schon an. Ganz vorsichtig. Ah, scheiße. Das genügt. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich habe wirklich einen Nahkampfangriff gemacht. Okay. Ja, danke, glaube ich. Dadurch mein Ansehen gestiegen. Vielleicht hole ich mir einen dieser Roboterarme von Atlas. Aber hey, mach dir keine Sorgen wegen mir, ich kann das schon. Ja, klar. Meine Patienten ebenso. Mount Schuler kann endlich was gegen Krankheiten und Verletzungen tun. Schön, dass ich das auch gemacht habe mit meinem Axtball, ne? Das war die letzte Chance, ja, um zum Mixtape zu kommen. Nicht? Nee, ja. Schade. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Markt. Maya! Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene, Maya. Was ist denn aus Pre-Sequel? Du weißt ja schon, bei ihrer Auslöschung. Die hab ich auch immer. Die hab ich auch immer gerne gespielt. Toll. Ach, Mann, Maya. Ey. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Maya, Maya, Maya. Ja. Das ist Lodge. Ja, genau, wärm dich erstmal da dran. Sehr schön. Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Dachte ich mir. Mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Okay. Ava, bewachst du noch die Bibliothek? Maya! Hey, ja, ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Das war ein... ich muss los. Hä? Kann ich das haben? Danke, bis später. Ach du Scheiße. Alter, Doom. Captain Trout. Jetzt gucken wir mal, wer der bessere Dings ist. Bessere Mech. Los. Ja, mach mal. Dann will ich mal sehen jetzt hier. Ah, oh, gute Idee. Fight Gary gegen Trump. Los, Gary. Let's get ready to rumble. Wir machen die anderen fertig. Sehr gut. Wir machen hier sogar fast ein bisschen Schaden. Pass auf, hinter dir! Kannst du hinein? Oh. Tschüss! Ihr mischt euch nicht damit ein! Komm mal her, Job, ich wollte schon immer auf dich kotzen, ey! Friss Arschgaul! Arschgaul! Arschpanzer! Jawoll, stipp du Sackgesicht! Das war's? Oh, Alter. Das war's? Okay, es kann losgehen. Und los. Yo. Es funktioniert. Krasse Scheiße. Okay, holen wir uns das Schlüsselfragment, Kammerjäger. Die Iridianer haben solche Nachrichten überall in der Galaxis hinterlassen. Ich vermute schon lange, dass es eine Verbindung zwischen Sirenen und Kammern gibt. Ich kann es nicht lesen, aber es muss was bedeuten. Bla bla, Alien-Scheiß, was auch immer. Bla bla, Alien-Scheiß. Nimm mach hin, ey. Hallo. Das Relikt war schon hier, als ich geboren wurde. Aber solange Malivon weiß, dass meins, es jetzt ist, ist nicht mehr sicher. Ich muss dir was sagen, bevor ich es Lilith erkläre. Ja, was der denn? Eigentliche Grund, weshalb ich Ava als Schülerin genommen habe, sie wird eine Sirene, irgendwann. Und dann soll sie bereit dafür sein. Sie wird ein wir Jedi. Sehen uns oh, in den krass. Sternen, aber nicht, dass Anakin dich verrät, bitte. Die Fanatinas müssen eine Weile ohne uns kämpfen. Es steht gerade Wichtigeres auf dem Spiel. Ich fasse es immer noch nicht, was Tyrene Lilith angetan hat. Okay. Wenn wir die Schlampe erwischen, wird abgerechnet. Ich gebe zu, dass ich ob meines Beitrags zu deiner unbändigen Gewalt zwiegespalten bin. Doch vielleicht sind derartige Vergehen ja der Wille der Stürme. Du hast mir Anlass zum Nachdenken gegeben, Kammerjäger. Und Anlass zum Trinken. Prost! Das sind wirklich glückliche Stunden. Cooler Typ.
Das ist meine Knarre und das mein Gewehr. Erst wenn der Krieg rum ist, ist beides auch leer. Diese Lorelei ist eine Inspiration. Blutrünstig, brutal. Und sie hat mir ein paar neue Schimpfwörter beigebracht. Du Wichser! Klassiker. Als Soldat habe ich immer eine Hand an der Waffe und eine an der Kaffeetasse. Dünn, fies und voller Koffein.